Yo, was geht ab, Leute? What's poppin' YouTube? Wax wieder für euch am Start mit einem weiteren The Journey Video auf meinem Kanal. Und heute geht es los, das Kapitel 6 startet. Und hier unten in den Trend steht immer noch, dass Hunter verletzt ist. Eigentlich müsste er jetzt ja wieder back sein aus seiner Verletzung. Wir haben ja die ganze Karriere von Williams gerettet in den letzten Episoden und ihr habt es einfach unnormal gefeiert. Ihr wolltet alle, dass Hunter zurück ist und jetzt ist er zurück, Alter. Dafür könnt ihr alle schon wieder einen Daumen hoch da lassen, ich würde sagen. Dafür, dass Hunter zurück ist, schaffen wir heute die 5, 6, sogar 7.000 Likes, würde ich behaupten. Lasst alle einen fetten Daumen hoch da, lasst nochmal ein Abo da, falls ihr es noch nicht getan habt. Und wir checken jetzt als allererstes nicht die Social Medias ab, sondern die Aufgaben für das Kapitel 6. Und wir checken mal ab. Das ist das letzte Kapitel, ich kann es nicht glauben, Journey geht zu Ende. Und hey, das war einfach so eine geile Zeit in der Journey. Naja, wir haben ja noch ein paar Episoden vor uns, deswegen jetzt müsst ihr nochmal richtig eskalieren. Erziele mit deinem Sturmpartner die maximale Partnerschaftswertung. Werden wir machen, Antoine Griezmann und Alex Hunter bei Paris Saint-Germain. Uiuiui, da werden die Gegner auf jeden Fall auseinandergenommen. Gib die Vorlage zu 6 Griezmanns Toren. Werden wir auch auf jeden Fall hinkriegen, denke ich. Und rette Dinos Trainerstuhl durch einen Titel, Liga oder Pokal. Adidas Nemesis 17 plus Ocean Storm kriegen wir dafür. Und ich habe gehört, dass man im Kapitel 6 sogar noch ein Afro freischalten kann. Das heißt, wir können mit Hunter dann ein Afro verwenden. Und das sieht einfach zu fresh aus, wenn wir das echt machen können. Jetzt checken wir aber als erstes nochmal die Social Medias ab. Thierry Henry postet von Verletzungen, bleibt niemand verschont, Mr. Alexander. Entscheidend ist nur, wie man den Weg zurückschafft. Das haben wir alle schon gelesen gehabt, da ist nichts Neues dabei. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, da kommen jetzt neue Postings und die sagen, jetzt ist Hunter back, es ist bald soweit, Hunter ist zurück. Aber naja, wir haben ja noch hier viele Sequenzen jetzt vor uns. Ich würde sagen, wir gehen erstmal auf weiter. Und wo ist meine Kopfhörer? Shit. Da ist er, Alex, Alter. Ich habe ihn vermisst. Danny Williams triumphiert in Wembley. Ja, Mann, das haben wir sogar noch selbst gespielt. Und Hunter freut sich, krass. Ey, diese Episode wird, glaube ich, richtig nice. Glückwunsch, Mann. Das hast du dir. Jetzt will er verdient schreiben, aber dann klingelt schon wieder an der Tür. You know, always busy, Alex Hunter, always busy. Und wer ist es? Bist du bereit? Er ist immer noch in Amerika, das heißt, er ist immer noch verletzt. Er ist noch gar nicht wieder zurück aus seiner Verletzungsphase. Das heißt, er kann jetzt mit seiner Schwester irgendwie... Weiß nicht, ob er richtig trainieren kann, weil er ist ja sowieso eigentlich verletzt. Er trainiert trotzdem. Also, dann lass uns doch mal ein bisschen spielen. Machen wir in ein paar Tagen. Das hast du vor ein paar Tagen gesagt, als der Doc sein Okay gab. Aber ich möchte nicht wie Dad enden. Deine Reha ist viel besser als die von Dad. Du wurdest zu den besten Ärzten quer durch die ganze Welt geschickt. Plus, Dads Knie war komplett im Eimer. Komm, Verletzungen gehören zum Sport. Oh ja? Was weißt du darüber? Ja, was bloß. Ich habe mir mit 14 mein Bein gebrochen. Und mir wurde gesagt, dass ich nie wieder spielen darf. Daraus habe ich gelernt. Sorry. Das wusste ich nicht. Tja, woher auch? Also es ist... Das Level, auf das ich kommen muss, auf dem ich war. Diese Liga ist knallhart, Mann. Und so ein bisschen kann wirklich alles entscheiden. Das ist eine echte Herausforderung, ja? Herausforderung? Ich habe mit 8 meine Mom verloren. Ganz schöne Aufgabe. Ich muss mein Training und die Spiele mit der Schule und dem Reisen zusammenkriegen. Schon mal deine Hausaufgaben im Teambus gemacht? 90 Minuten gespielt und um 2 Uhr morgens heim, nur um sofort wieder müde am Unterricht teilzunehmen. Und das alles, damit irgendein Talentscout vielleicht mal auf mich aufmerksam wird. Millionendeal oder Megavertrag, davon wartet nichts auf mich. Auf mich wartet nur harte Arbeit, nur damit ich Fußball spielen darf. Also erzähl mir nichts von dem Quatsch, dass du dich nicht wieder an die Spitze rankämpfen willst. Boah, was war das denn? Der kleine Schwester ist echt was Nettes. Ja. Übertrieben? Nein. Genau richtig. Boah, Alter, was war das denn für eine Ansage? Kannst du mir ein paar Flanken in den Strafraum schlagen? Am Ende vergesse ich noch, wie man richtig Tore schießt.
Gerne doch, wann immer du magst. Klingt gut, leg los. Ey, stell dir mal vor, ihr könnt jetzt mit eurer Schwester in so einem Stadion trainieren, Alter. Junge, was hat sie gerade für eine Motivationsrede da gehalten, Alter? Die war echt richtig krass und jetzt trainieren wir hier mit ihr zusammen. Und ich würde sagen, bam, wir gehen durchs Hütchen, da kommt die Flanke und ich werde den Volley nehmen. Papp! Ah, leider nicht im Winkel, aber da ging wenigstens rein. Ich werde mal einen Ball annehmen. What? Ich musste da durchlaufen, alles klar, das mache ich dann auch. Ich werde den Ball jetzt mal annehmen und dann mit dem linken Fuß reinschlänzen. Schade, auch nicht im Winkel. So, jetzt aber, papp. Bam, den mache ich jetzt mal rechts oben. Bupp, und der geht aber komplett in den Winkel. Richtig nice. Ey, das macht voll Bock, mit der Schwester hier zu trainieren. Hallo? Ey! Wieso hängt sich das Spiel auf? Was soll die Scheiße? Guck mal, Leute. Hallo? Nicht schlecht. Sieht richtig gut aus. Ja, Mann. Bam, Base. Gut gespielt, Hunter. Beeindruckend. Danke, Dad. Ich fühle mich super. Hä? Ich meinte ich nicht. Tschüss, er hat ihn gut gehört. Kannst wieder spielen? Sehr gut, die brauchen den Platz zurück. Du kannst auch wirklich wieder spielen. 100%. Gut, der Club weiß Bescheid. Nächste Woche geht's los. Ja, Mann, ey, das ist krass. Wie geht denn Kapitel 6 los, Leute? Das freut mich gerade schon wieder unnormal. Das macht wieder Bock, mit Hunter zu spielen. Das ist nochmal was ganz anderes als mit Williams. Und ich glaube, er ist back. Und ist nicht mehr in Amerika, weil so sah seine Bude in Amerika nicht aus. Er ist wieder in Paris, in seiner alten Bude. Und jetzt sind wir zurück, Alter. Jetzt ist die Verletzungsphase vorbei. Wir haben gerade nochmal mit der Schwester trainiert. Die Schwester hat so eine krasse Motivationsrede mit Hunter durchgeführt. Und das Social Media sagt Thierry Henry vor einem Monat immer noch nichts Neues. What? Okay. Die haben wahrscheinlich gar nicht mitbekommen, dass ich wieder in Paris bin. Das ist noch eine Überraschung, die Hunter da machen lässt. Und ich würde sagen, wir gucken mal, ob jetzt hier ein Afro zur Verfügung steht. Wäre auf jeden Fall chillig. Wo macht man das? Frisur hier. Bab. Afro! Wir können Afro verwenden. Tschüss. Ja, das sieht geil aus. Ey. Warte, was ist das denn? Guck mal, diese Frise. Wie sieht das denn aus, Alter? Richtig chillig. Nein, wir werden auf jeden Fall jetzt ein Afro verwenden. Die Leute werden denken, wer ist das? Das ist doch nicht Hunter. Aber so wird Hunter ab jetzt aussehen. Richtig nice, Alter. Hashtag Afro jetzt ab in die Kommentare, wenn ihr das genauso feiert wie ich. Sieht aus wie Marcello ein bisschen, oder nicht? Boah, wir haben hier chillige Outfits bekommen. Guck mal, dieses Adidas Tango-Shirt feiere ich auf jeden Fall unnormal. Hier bei den Hoodies brauchen wir jetzt auch nichts. Da gibt es ein Camouflage, da gibt es V-Streifen. Hosen haben wir neue freigeschaltet. Wir machen mal so eine Trainingshose. Auf ganz entspannt. Oder so eine? Ja, wir werden jetzt auf richtig Chill-Modus gehen. Richtiges Chill-Modus. Schuhe können wir mal heute blaue anziehen, passt zu der Hose, obwohl eigentlich bräuchten wir schwarze. Ja, so wieder mal. Ja, jetzt sehen wir fresh aus. Guck mal, Paris Saint-Germain-Trikot passt ihm auch mit dem Afro. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal zurück und klicken jetzt mal auf Weiter. Und gucken mal, hier kommt wahrscheinlich schon wieder die nächste Sequenz. Sequenz über Sequenz. Geil, mit Afro jetzt. Alex, willkommen zurück. Setz dich, setz dich. Ja, mal richtig chilliges Outfit, man. Feier ich auch nochmal. Den Ärzten zufolge bist du wieder voll einsatzbereit. Mein Knie ist wie neu. Kann losgehen. Das ist Musik in meinen Ohren. Seit deiner Abwesenheit haben wir nicht gerade gut gespielt. Im Sturm sind wir einfach lahm. Da ist kein Druck und die Chemie stimmt auch nicht. Ich will unbedingt wieder aufs Feld. Das waren die längsten Wochen meines Lebens. Die Verletzung hat dich noch motiviert, ne? Ich mach mir mehr Sorgen um dich. Ja, es ist hart. Mal ehrlich, der Druck ist so groß wie noch nie. Jeden Tag die Kritik in den Medien. Und von den Fans auch. Wir sind in der Tabelle hinten und die Buhrufe jeden Tag. Mit mir wird sich das ändern. Ach, ich stecke im Schlamassel. Der Präsident steht nicht mehr hinter mir. Wenn wir nicht bald eine Trophäe gewinnen, dann ist meine Karriere bald am Ende. Puh. Bei all diesem Wahnsinn vergeht einem die Lust am Fußball völlig. Ja. Hope I'm not interrupting. Just wanted to say it's good to have you back, Alex. Schön, wieder hier zu sein, Mann. Ey, Griezmann, richtig korrekter Typ, Alter. Kommt einfach rein und sagt, ich freue mich, dass du wieder zurück bist. Ich dachte, das wird so ein kleines Duell zwischen den beiden. Die werden sich nicht verstehen, aber anscheinend verstehen die sich ja richtig krass und haben richtig Bock,
miteinander zu zocken. Und jetzt sind neue Postings gekommen. Jetzt haben die alle mitbekommen, dass ich back bin. Wenn ich mir PSG so anschaue, muss Mr. Alexander in der Startelf stehen. Klarer Fall. Schön, dass mein Sturmpartner Mr. Alexander wieder an Bord ist. Danny Williams, hey, mach langsam, passt beim Comeback aufs Knie auf. Und Harold, freut mich, dass du wieder spielen kannst, Mr. Alexander. Das Knie ist wieder hundertprozentig okay, also zeigt der Welt, was sie verpasst. Ja, Mann, wir werden auf jeden Fall motiviert starten. Und ich hoffe, jetzt steht schon ein Spiel an oder so. Wir gucken einfach mal und jetzt geht's los. PSG ist bereit. Ich bin nicht in der Startelf, das heißt, wir werden wahrscheinlich eingewechselt und müssen dann retten. Ich hoffe, wir liegen nicht zurück. Aber wir werden das natürlich regeln. Alexander ist wieder back am Start, in der Kabine, mit dem ganzen Team spielen. Und wir gucken uns mal an, wie wir stehen. 6120 Follower gibt es nochmal dazu. Und Alexander mit dem Afro läuft auf. Sieht einfach übel heftig aus. Feiere ich an der Stelle unnormal mit der 29 auf dem PSG-Trikot. Let's go. Okay, Leute, wir sind scheinbar doch in der Startelf. Und jetzt habe ich da oben sogar zwei Punkte. Einmal von Grisi und einmal von Alex. Und Alex ist direkt back mit dem ersten Schuss und der geht fast rein, Alter. Boah, jetzt, bab. Komm, wir haben so ein krasses Team, Alter. Neymar, Griezmann. Alle Spieler, die wir da haben, sind sowas von heftig. PSG macht übel Laune. Und da sind die beiden. Da sind die beiden. Und der Zuspiel von Griezmann auf Alexander. Schönes Tor nach Griezmann-Vorlage. Ey, jetzt macht's wieder richtig Bock. Den Journey feier ich unnormal. PSG ist einfach lit. Boah, jetzt geht der da ab und ich will jetzt auch gleich nochmal ein Golasso mit Griezmann reinhauen. Weil Hunter hat jetzt schon sein Goal. Und wir müssen ja auch 6 Tore im Kapitel 6 mit Griezmann machen nach Hunter-Vorlage. Das heißt, da müssen noch einige kommen. Aber der Gegner macht das gerade übel gut. Oh, shit, Alter. Und dann steht hier 1:1. Ich glaube es nicht. Erster Angriff von ihm direkt in den Winkel ballert er den. Jawohl. Komm, Griezmann, geh ab. Da. Griezmann, bitte mach ihn, Junge! Nein, Griezmann! Oh, shit, Alter! Er führt hier mit 2:1. Was war das für ein krasser Pass? Und jetzt müssen wir zurückkommen. Das fuckt mich ab, dass Griezmann diese ganzen Chancen vergibt. Der war nicht im Abseits. Der war nicht im Abseits. Griezmann, Junge, mach ihn doch endlich! Was ist los mit dem Junge? Der ist nicht heiß. In meinem Ultimate Team spielt er viel geiler. Jetzt könnte es gefährlich werden. Ey, das gibt es doch nicht, Mann! Guckt euch mal an, wie dieser Computer spielt. 3:2. Welche Minute war das? Junge, Alter. Er gewinnt hier gegen mich im ersten Spiel, oder was? Komm doch, spiel doch mal einen ordentlichen Pass. Wir verlieren das erste Spiel 3:2. Der Gegner hat dreimal aufs Tor geschossen. Macht den dreimal in den Winkel und Griezmann kann keine hundertprozentigen reinschießen. Alter, Mann. Ja, guck mal, wie abgefuckt Hunter da ist. Er kommt zurück und verliert trotzdem. Ey, Junge, Hunter hat ein Tor geschossen, Griezmann hat ein Tor geschossen und dann verlieren wir trotzdem. Das ist auch unfassbar. Sie haben heute gespielt, als hätte es die Pause nie gegeben. Trickreich, schnell und mit Übersicht. Warum haben Ihre Leistungen Ihrer Meinung nach nicht den Sieg für Ihr Team gebracht? Ja, das ist eine gute Frage. Die Leistung der Mitspieler kann ich nicht beeinflussen. Meine Leistung freut mich, aber wir müssen uns als Team verbessern. Manchmal ist der Gegner halt einfach besser. Junge, wir müssen uns als Team verbessern. Vor allem Griezmann muss seinen Abschluss nochmal ein bisschen verbessern, Alter. Das ist voll schlecht gewesen. Ich freue mich über meine heutige Leistung, aber wir müssen als Team deutlich besser werden, um in der Tabelle weiter nach oben zu kommen. Aber das geht nur, wenn wir alle zusammenarbeiten. Ja, Mann. Steht das Trainerteam nach dieser Niederlage noch stärker unter Druck? Selbstverständlich gibt es den Wunsch nach einem Titel in dieser Saison, aber heute war nur ein Spiel von vielen. Wir müssen hart an uns arbeiten und dann sehen, wo wir Ende Mai stehen. Hoffentlich spiele ich so wie heute und das hilft dem Erfolg des Teams. Alex, willkommen zurück und viel Glück für die restliche Saison. Vielen Dank. Eieieiei, egal Leute, wir haben sehr lange in The Journey kein Spiel mehr verloren. Das wird auch mal wieder Zeit, irgendwann verliert man immer mal ein Spiel. Das kommt in FIFA vor, deswegen das darf uns nicht unterkriegen lassen. Wir sind immer noch auf einer 79er Bewertung mit Alex Hunter und haben keine Skillpunkte dazu bekommen. Naja, krass, dass wir dieses Spiel verloren haben, hätte ich nicht gedacht, vor allem nachdem wir 1:0 geführt haben. Und jetzt sind wir wieder back im Zimmer von Hunter. Ich würde sagen, das war mal wieder eine richtig nice Episode. Lasst jetzt wieder alle einen fetten Daumen hoch da. Falls ihr noch nicht abonniert habt, macht das. Aktiviert auch alle die Glocke, auch die mich schon abonniert haben und nicht die Glocke aktiviert haben. Macht es bitte, würde mich auf jeden Fall freuen. Und
Ich würde sagen, an dieser Stelle beenden wir das Ganze. Morgen um 15 Uhr geht es weiter. Heute um 19 Uhr kommt noch ein zweites Video. Haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal und Peace.